Was ich Ihnen nun sagen möchte, habe ich vor einem Jahr in Portbou aufgeschrieben. Nun, ein Jahr später, hat der Text nichts von seiner Aktualität verloren. Es sind Gedanken im Sinne Walter Benjamins. Es ist ein Text, der eine Passage in unseren nervösen westlichen Gesellschaften treibt, vor dem Hintergrund ihrer Fähigkeit, die namenlos Gemachten zu entsorgen, zu übersehen. Manchmal frage ich mich, ob ich sie beneiden sollte. Manchmal frage ich mich, wie sie das können, so zu hassen. Wie sie so sicher sein können, denn das müssen die Hassenden sein, sicher. Sonst würden sie nicht so sprechen, so verletzen, so morden. Sonst könnten sie nicht so herabwürdigen, demütigen, angreifen. Sie müssen sich sicher sein. Um zu hassen, braucht es absolute Gewissheit. Jedes Vielleicht wäre da störend. Jedes Womöglich unterwanderte den Hass, zöge Energie ab, die doch gerade kanalisiert werden soll. Gehasst wird ungenau. Präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit Präzision käme die Zartheit, käme jene Differenzierung, die die einzelne Person mit all ihren vielfältigen, widersprüchlichen Eigenschaften und Neigungen als menschliche Wesen erkennt. Sind die Konturen aber erst einmal unkenntlich gemacht, bleiben nur noch unscharfe Konturen als Adressaten des Hasses übrig. Wird nach Belieben diffamiert und entwertet, gebrüllt und getobt. Die Juden, die Frauen, die Ungläubigen, die Schwarzen, die Lesben, die Geflüchteten, die Muslime, die Medien, die Intellektuellen. Der Hass richtet sich das Objekt des Hasses zurecht. Es wird passgenau gemacht. Gehasst wird aufwärts oder abwärts, gegen die da oben oder die da unten. Immer ist es das andere, das das eigene unterdrückt oder bedroht. Das andere wird als vermeintlich gefährliche Macht oder als vermeintlich minderwertiges Ding fantasiert. Und so wird die spätere Misshandlung oder Vernichtung nicht bloß als entschuldbar, sondern als notwendige Maßnahme aufgewertet. Der andere ist der, den man straflos denunzieren oder missachten, verletzen oder töten kann. Alle, die diesem Hass ausgeliefert sind und darin alleingelassen werden, fühlen sich, wie die klagende Stimme in einem Psalm der jüdischen Bibel artikuliert, versunken in tiefen Scham, wo kein Grund ist. Sie haben keinen Halt mehr. Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Es gilt zu mobilisieren, was den Hassenden abgeht. Genaues Beobachten, nicht nachlassendes Differenzieren und Selbstzweifel. Diese jungen Europäerinnen und Europäer versuchen eine kraftvolle und zarte Annäherung an diese Fragilität unserer Zeit. Lassen Sie sich mitnehmen. Thank you.
texte que nous allons lire maintenant a été prononcé par Rainer Boren l'an dernier lors de la première représentation de ce spectacle à Port-Bou. Ce que je vais dire maintenant est assurément à prendre au sens de Walter Benjamin, comme un passage dans nos sociétés occidentales, qui prouvent leur capacité à se débarrasser et à jeter dans l'oubli les sons d'eux, ceux que l'on a dépossédés de leur nom. Parfois, je me demande si je devrais les envier. Parfois, je me demande comment ils parviennent à ce point à haïr. Comment ils peuvent être aussi sûrs d'eux. Car c'est bien comme ça qu'ils doivent être, ceux qui haïssent. Sûrs d'eux. Sinon, ils ne parleraient pas comme ça. Sinon, ils ne blesseraient pas de la sorte. Ils ne tueraient pas comme ils le font. Sinon, on ne pourrait pas autant rabaisser, humilier, attaquer. C'est qu'ils doivent être sûrs d'eux-mêmes. Pour haïr, il faut une certitude absolue. La haine peut s'infiltrer partout. Chaque peut-être pourrait être dérangeant, pourrait pomper notre énergie qui devait être canalisée. On est de manière imprécise. La haine honnit la précision, elle exclut, car la précision apporterait la tendresse, la différenciation qui reconnaît en chacun, dans toutes ses contradictions, ses clivages, ses qualités nombreuses et contradictoires, un être humain à part entière. Cependant, dès lors que l'on rend méconnaissables les contours, que ne restent que des contours flous pour seul destinataire de la haine, on peut se mettre à diffamer et à rabaisser, à hurler, à grogner à l'envi. Les juifs, les femmes, les incroyants, les noirs, les lesbiennes, les réfugiés, les musulmans, les médias ou les intellectuels. La haine épouse précisément le contour de son objet. Elle est faite sur mesure. On hait vers le haut ou vers le bas. Ceux-là qui sont au-dessus ou bien ceux-là qui sont en dessous. C'est toujours l'autre qui oppresse ou qui menace ce qui nous est en propre. On fantasme dans l'autre. Une puissance dangereuse présumée ou un pouvoir potentiellement rabaissant. Et de fait, la maltraitance ou l'humiliation qui s'ensuivent paraissent non seulement excusables, mais bien plus. Elles sont revalorisées comme des mesures qui nous paraissent nécessaires. L'autre est celui que l'on peut dénoncer, mépriser, blesser ou tuer en toute impunité. Tous ceux qui sont livrés à la haine et qui s'y abandonnent ressentent ce qu'une voix dans un psaume de la Bible juive gémit. Ils sont empêtrés profondément dans la boue, là où le sol se dérobe à leurs pieds. Rien ne les retient désormais. Ils sont emportés par des eaux profondes et sentent la marée gonfler au-dessus d'eux. Il ne faut pas les laisser à eux-mêmes. Il faut les écouter lorsqu'ils appellent. Ne pas laisser la marée de la haine encore enfler. Poser des fondations solides sur lesquelles tout le monde peut tenir. Et c'est de cela que tout dépend. On ne rencontre la haine que lorsque l'on refuse son invitation à s'y fourvoyer. Il nous faut mobiliser les forces qui échappent à ceux qui ont la haine. Il nous faut une observation précise, une différenciation à toute épreuve et une remise en question de soi permanente. Ces jeunes Européens tentent d'approcher la fragilité de notre temps avec tendresse, et fermeté. Laissez-vous emporter.
passages are houses or corridors that have no outside, like the dream. La máscara de la adultez, llamada experiencia. On ne peut connaître un homme que lorsqu'on aime sans espoir. Solo alguien que le ama sin esperanza conoce a esa persona. The dream secretly awakes the awakening. Nunca ha habido una época que no se sintiera moderno en un sentido excéntrico y que no creyera estar al borde del colapso. Convaincre est terrible. El recuerdo y el despertar están estrechamente relacionados. El despertar es el giro dialéctico de la reflexión copérnica. The mask of the adult is called experience. No tengo nada que decir, solo que mostrar. I have nothing to say, only to show. El sueño espera secretamente el despertar. Fragiles are also mirrors. De las cosas desaparece el calor. Aus den Dingen schwindet die Wärme. La conciencia desesperadamente clara de estar en medio de una crisis que es crónica en la humanidad.
Orientierung verlieren, suchen, sie wiederfinden. Getrieben vom Wind, der mich zart berührt, treibe ich ins Fremde. Die Ungewissheit macht Angst. Sie macht Angst. Der unerträgliche Lärm meiner Gedanken, Verzweiflung, Ungewissheit, Einsamkeit, sie beherrschen mich. Liebe rettet Menschen. Aber was ist Liebe? Ich fühle mich leer. Alleine. Busco el que tinc i em desprenc d'allò que necessito. Caic en la trampa d'escapar, efímera lleugeresa. C'est vrai que la peur peut tuer l'amour. Strangers become friends. Sehnsucht nach Sicherheit. Que nous avons construit ensemble. Sehnsucht nach Geborgenheit. Whisper. Saying goodbye is never easy. Sehnsucht nach hier. Die Perspektive rettet mich. Un salto en el vacío, con los brazos abiertos a lo desconocido. Die Ungewissheit ist eine Qual. Die Perspektive rettet mich. Thank you.
que podría yo hacer si a cada pasito que dé hasta sin querer les dañaré? Que solo quiero ser libre sin la máscara de la adultez. Solo quiero ser libre sin dañar. Ay, sin dañar. Thank you.
Să fii plecat este greu. Fiecare dintre noi avem sentimente puternice care ne fac să ne simțim bine și rău. Tot acest efort pentru o viață mai bună. Find our way to be reborn in a world running against the river, going in rivers. I reach the finish line with a peaceful mind. The soul is rising up deeper inside. Only the love can shine. Blow the dust and the wind will bring it back. Skies. Looking below, seeing all the other animals, all the other lives. Universe. Looking above and seeing the skies, stars. The infinite blue canvas, and the bird. The bird keeps flying, flying. Above them all. With them all. And with them all. Was ist es, das uns im Innersten bewegt, was weder du noch ich fassen kann? Kein Herz, keine Haut, keine Farbe. Es ist unser innerer Beweggrund. Er treibt uns von innen heraus, macht uns alle so gleich und doch verschieden. Und auch nach unserem Dasein bleibt er hier und schimmert in den Farben der Existenz. You never have to look back, but only if it's nothing more in the front. Look around, dropping the hate, the breath, it will take us up. Closing the eyes, listen to the color of the heartbeats. As the storm starts, chaos will be on the ground, rising above the clouds, dreaming
You'll fight the peace between the stars, jumping on the stones, reaching the horizon. Don't look down, but only above. Love means much more than we think. Everybody is different, and everybody has its own purpose in life. If we choose to do what we love the most, we give to our life a meaning. A meaning. Families. Purpose. The moon. The moon is always dancing around the earth, but the earth is always playing with the sun. The moon loves the earth. It is its life. It is its sun. As he breathes, he lives, and he changes. But he never comes too close. And he never will. Was gehört dazu? Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, über sich hinauszuwachsen. Don't be scared. Ist Menschsein ein ständiger Prozess des Wachsens? Oder stehen wir, steht der Mensch, ab einem bestimmten Zeitpunkt still, der unausweichlich ist? Let me be, or let me see. Support. Who are they to tell us what to do? Life. Who are they to tell us what to be? Who are we to define ourselves? Human. What's the purpose? Which is the finish line? When the war will end? When the fight will stop? When the love rise up? Together. Together we can do it. And together we can be. Together. One. Together. Together. One. Nature. This is our life. Rivers. Fire in the eyes. Ice in the soul. And love above them all. We are all one. Begriff mich von etwas zu entfernen, worauf mein neuer Engel starrt. Ich sichte ihn. Seine Augen sind weit aufgerissen. Bemerkt habe ich Flügel einer Geschichte, die nie zuvor entfaltet, nie erwachsen, nie geflogen. Sorgsam waren sie gefaltet, mit feinem Sinn, von ruhiger Hand. Ich hab's erkannt. Mein Mund steht offen. Meine Flügel sind ausgespannt. Mein neuer Engel muss so aussehen wie ich. Sein Antlitz ist der Vergangenheit zugewendet. Wo Sorgnis wohnt, da steht der Sarg bereit. Nur flatternd gewährt mir mein Engel den trügerischen Sog. Unablässig häuft mir diese Zukunft Trümmer um Trümmer auf und schleudert sie mir vor die Füße. Ich möchte wohl hier verweilen, vielleicht sogar die Toten wecken und all das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht mir ins Gesicht. Er weht aus dem Paradiese her. Er verfängt sich in meinen Flügeln und er ist so stark, dass nicht mal meinem Engel mehr sich schließen kann.
Stund treibt mich in die Zukunft. Unaufhaltsam ist sie. Ein Engel kehrt ihr den Rücken, während vor mir der Trümmerhaufen der Geschichte in den Himmel wächst. Das, was für mich Fortschritt bedeutet, ist in diesem Turm. Ich denke, immer wieder denke ich, denke nach, denke um meine Sinne ringt. Ein ständiges um mich selbst, mein Selbst. Seine Gedanken pilgern um den alten Turm. Vertraut der Engel, vertraut der Sturm. Libres, libres, será, porque el amor
vuelto real y no solo sirve para hablar. Hay otra vez, ha vuelto a pasar, que no se han dado cuenta al querer. Y otra vez no repitamos nunca más.
liebe Leute, ich bitte euch erstmal noch einen Moment sitzen zu bleiben. Wie ihr schon gesehen habt, alle sind gerade die Bühne gestürmt. Dass dieses Projekt möglich ist, macht eine Reihe von Menschen überhaupt erst möglich. Ich zähle jetzt alle nur noch auf, sie müssen nicht nochmal auf die Bühne kommen, würde ich sagen. Wir haben das Choreografenteam, das aus Dani und Jelis führend besteht und Safet, Vai, Anthony und Anna, wo auch unter anderem ehemalige Teilnehmer mit dabei sind, die jetzt auch im Choreografenteam mit drin sind, was den Sinn unseres Projekts irgendwie hier aufgreift. Wir haben einen ganz besonderen Menschen, den Carsten, der hier vorne sitzt. Der macht extra die Musik für dieses Stück und komponiert das alles und produziert das. Und wir hatten aber auch Live-Musik und Gedichte, Poesie und auch jemanden, der am Ton saß und das Ganze reguliert hat. Deswegen möchte ich Esther, Subi, Necro und Felix ganz herzlich danken. Und dann möchte ich den Mann auf die Bühne bitten, jetzt doch hierher kommen, bitte, Heiner. Du hast es alles erst möglich gemacht. Jedes Jahr wieder mit unermüdlicher Energie hat Heiner eine Idee und kann das umsetzen, um die Leute da begeistern, hier mitzuwirken. Das gilt für das Küchenteam, das uns im Hintergrund mit leckerem, super leckerem Essen versorgt hat, das wir alle irgendwie jeden Tag durchhalten konnten. So. Und zu guter Letzt gibt es noch ein pädagogisches Team, das aus Adnan, Bianca, Dani, Bettina, Julien, Hanna, Vicky, Matthias, Hermann, Minodora und Jean-Luc und bestimmt auch anderen Leuten, die ich vergessen habe, besteht, die aus verschiedenen Sprachen uns alle betreuen, uns pädagogisch. Ja. Und dann zu guter Letzt, bevor ich nochmal den Heiner auf die Bühne bitte, weil er auch noch ein paar Worte sagt, haben wir noch das Medienteam, das besteht aus der Ida, die hier vorne sitzt, und meiner Wenigkeit. Da möchte ich auch mal ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Ihr könnt draußen unsere Website sehen. Wir haben Instagram, Facebook, folgt uns. Bleibt am Ball, es wird nicht das letzte Projekt sein. Und ihr kriegt einen mega Eindruck von diesem Projekt und vielleicht habt ihr selber Lust, irgendwann mitzuwirken. Und deshalb möchte ich den Heiner mal auf die Bühne bitten, der noch ein paar andere Dankesworte an euch richtet. Und anschließend habt ihr die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen und mit den Leuten des Stücks zu sprechen. Jetzt ist das Mikro aus. Eins.